Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry Primer. Und ich habe mich ja letztes Mal so verquatscht, ich weiß es selber. Dabei wollte ich eigentlich nur kurz erzählen, dass ich... Quarquar, schwaldat a darfa taqua. Haya, schwaldam darfam qua. Das nago. Why dat a? So, nago. Warte, da. Schwalda! Oh! Faran, parkon! Uraf, nago, bauga. Paran parkon schwada, su! Ah, na wa kwarbi tati cham. Na kwarbi baluga snaguai! Was für ein Idiot. Ah, okay, jetzt ich verstehe. Dann springen wir doch mal direkt dahin. Ja, ich hatte, wie gesagt, mich ja ein bisschen verquatscht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, weil manchmal sagt man einfach viel, also will man viel mehr erzählen, obwohl... Ja, ein starkes Tier zum Reiten. Man sagt manchmal viel zu viel, bevor man erstmal ein Ende finden möchte. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber wir sind jetzt erstmal hier wieder mit unserem Säbelzahntiger auf der Pirsch Richtung der nächsten Mission. Weiß gar nicht, zählt das eigentlich unter Hauptmission? Weil das sind ja eigentlich mehr oder weniger. Obwohl, ah doch. Könnte ein Hauptmissionsziel sein. Ja, jetzt übertreibt man nicht so. So, das aber mal. ja. Genial, sage ich ja immer wieder. Ich sag ja, dieses Spiel ist wirklich mal ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Was ist? Komm. Auch wenn du ein Tiger bist. Na, da will er aber nicht hoch. Gut, wir setzen uns mal runter. Komm hier, ich heil dich mal. Mit so einem kleinen Stück Fleisch, alles klar, ey. Ein imposantes Tier. Nein, ich wollte nicht reiten. So, jetzt muss ich leider weiß alleine weitermachen. Da müssen wir hoch. Gut, okay. Na, ich bin hoch. Nee, aber wie gesagt, dieses Spiel ist schon wirklich mal was anderes. Das ist zu hoch. Ach da, okay.
Nach oben wollen wir. Deswegen sage ich also, dieses Game hat wirklich eine Menge Potenzial. Nehmen wir lieber den Speer. Ach so, wir haben ja. Moment, wir müssen ja ein seltener Adlerfeder. Muss ich jetzt 4 Stück von holen. Machen wir eben noch ein paar Sachen hier wieder fertig. Vielleicht können wir auch einen Adler tamen. Das wäre ja auch mal was, ne? So. So, wie kommen wir da hoch? So hoch kann ich nicht werfen, aber ich kann dahin werfen. Okay. Oh, eine Schlange. Kann ich nicht die Schlange auch durchsuchen? Ach, da. Pfeil anzünden brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt. So. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn so von dem Spiel haltet. Ob ihr genauso begeistert seid, ob es jetzt selbst zockt oder nicht, wie ich. Oder ob ihr sagt, naja, also, es geht. So. Ich mache es wirklich nicht gerne, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. So, das könnte jetzt interessant werden, weil so wie es aussieht, müssen wir uns hier nämlich drum hangeln. Wow, das hat echt gut funktioniert, besser als ich dachte. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir das so schnell hinkriegen. Ich dachte jetzt eigentlich, wir stürzen nur ab. Aber okay, hat funktioniert. Ne, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel so haltet. Würde mich natürlich brennend interessieren. Na, ob ihr das auch so seht, wie ich zum Beispiel jetzt mit dem... Ich springe jetzt einfach mit mir so instant runter, denn wir müssen weg von den Adlern. Ach, sollte ich sogar. Hm, okay. Ja. Das ist natürlich sehr nice. Wir können wieder neue Sachen bauen. Handwerk. Oh, schön. Was brauchen wir jetzt? Braunbärenfell. Wir können auf jeden Fall jetzt schon mal mehr Pfeile machen. Dann haben wir einen Fähigkeitenpunkt noch hinzugekriegt. Nahrungsboost. Aha. Doppelte Köder.
Nahrungsbooster 2, Nahrungsbooster 3. Naja, das ist jetzt nicht ganz so. Das ist interessant. Bogentechnik, ja gut, das ist jetzt nicht ganz so interessant. Tiermarkierung, ah, okay. Ja, schön. Gut, wir machen jetzt aber Folgendes. Ich habe jetzt gerade schon wieder gedacht, was kommt da auf uns zugerannt. Und dabei war das nur unser... Ja. Was ist denn jetzt hier? Geht doch. Ne, wie gesagt, mich interessiert natürlich eure Meinung dazu. Und, dann könntet ihr mir auch mal dabei schreiben, ob ihr das Spiel denn überhaupt interessant findet. Ob ihr irgendwelche Fragen habt, wie man irgendwas Bestimmtes macht oder was weiß ich nicht. Lasst eure Fantasie oder euren Fragen freien Lauf. Ich werde, so gut es geht, die Fragen alle beantworten. Beziehungsweise eben... Ach ja, ich will mit E zurückgehen. Wow, das war natürlich sehr intelligent. Und, was willst du? Ja, du hast irgendwelche Fragen, aber ich habe jetzt keine Lust, mit dir zu reden, Mädchen. Wir müssen nämlich zu diesem Pissmann... Wir kommen einfach mal instant von oben runter geflogen. Okay, er hat also jetzt noch eine Mission für uns, die wir nicht sehen können. Ach, da. Dann machen wir die doch auch noch direkt hinterher. Wir müssen ja irgendwie mal zu Potte kommen. Na? Und, wie gesagt, lasst eure Gedanken mal freien Lauf. Sprecht alles aus, was ihr mal sagen wollt über dieses Spiel. Wir gehen nach dahin. Das ist näher. Ich kürze das Spiel nicht ab, Leute. Das ist einfach nur, jetzt wird es natürlich schon wieder Nacht. Achso, haben wir ja gerade den Glas leer gemacht. Jedes Mal, wenn ich das sehe, will ich dahin. Bis zum Morgengrauen. Jawohl, ja. Ja, und der ist ganz müde. Es wäre noch schön, wenn es noch ein paar andere Sachen hier geben würde. Zum Beispiel wirklich Essen, Trinken, so die Nahrung eben aufnehmen. Na? Der Säbelzahntiger erinnert mich irgendwie an Diego. Können wir überhaupt noch was aufnehmen? Oh, eine blaue Pflanze können wir noch aufnehmen. Ja, Tierhäute und Dorfrohstoffe ist nicht viel meistens. Aber wenigstens ein bisschen kriegen wir mal dazu. Wie gesagt, es wäre schön, wenn man hier noch so, weiß ich nicht, so andere Aspekte vom Überleben, sag ich mal, in der Steinzeit sehen würde, anstatt immer nur zu kämpfen. Noch irgendeiner? Ja, diese blauen Typen, ja, die sehen schon komisch aus, ne? Aber das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht nur die, diese einen Bösen gibt, sondern die sind vielleicht auch noch böse. Oder zumindest nicht gut zu uns zu sprechen, sonst würden sie uns ja nicht direkt angreifen. Wow. Ja,
Der ist aber mutig gewesen. Also der Jaguar. Na, dass der so auf unsere Wildkatze losgeht. Ich meine, wir könnten jetzt auch jedes Mal reiten. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Das verlorene Totem. Ja. Okay, da irgendwo. Das Gute ist, wir brauchen uns keine Gedanken machen. Oh. Wir aktivieren mal eben kurz unsere Eule. Okay. Wieso? Ja, genau. Yo. Och, jetzt verteilen die sich ja auch noch alle, ey. Er ist natürlich mal hinter dem ersten hier hinterher. Boah, warum wird der noch immer so schnell? Boah, ey, Leute. Oh. Ey, sag mal. Ja, Gift. Da komme ich leider nicht hoch. Oder hier vielleicht jetzt, ja. Nein, geh weg da, Säbelzahn. Tushi. Der hat das ganze Lager fast fertig gemacht, der Junge. Das finde ich respektabel. Und ich kämpfe viel zu selten mit dem Speer. Hä? Okay, wo immer der auch ist. So, verlorener Totem ist jetzt auch fertig. Dann können wir ja zurück ins Dorf. Und die Mission abgeben. So. Ab zu unserem Kumpel hier, unserem Pissmann. Er ist echt der Beste, finde ich.
Hier sieht ja mal voll hässlich aus, das Ding. Aber okay. Gagura, Piki, Udam Hazar. Ah ja. Okay. Okay. Gut, Leute. Damit haben wir aber auch diese Aufgabe beendet und ich würde einfach mal sagen, das war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn es euch super gut gefallen hat, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Ah, jetzt können wir das machen, okay. wenn es wieder heißt Far Cry Primal. Bis dato wünsche ich euch alles Gute. Ciao, euer Nexus.